Okay, also ich bin mittlerweile 22 Jahre alt. Ich komme aus Gündelbach, einem kleinen Ort, der zu Vaihingen-Enz gehört. Ich habe 3 Geschwister. Ich bin in Offenbach, also eigentlich in Hessen, geboren. Bin dann mit 1,5 Jahren nach USA gezogen, habe da mit meiner Familie dann im Midwesten in der Nähe von Chicago gelebt. Landwirtschaft groß verbreitet, große Felder. Und bin dann anschließend wieder nach 6 Jahren zurück nach Deutschland gekommen und bin dann eben hier in die schöne Weinregion hergekommen. Okay. Und beruflich bin ich derzeit noch im Studium. Ich studiere Agrarwissenschaften, komme jetzt ins 4. Semester. Ja, mit dem Thema Wein, das hat bei mir eigentlich, als ich ein Kind war, angefangen. Als ich zurück aus USA gekommen bin, war es so, dass dann zum Herbst hin dann die Lese anstand. Und meine Verwandtschaft, die haben eben einen Weinberg, die haben auch eine Besenwirtschaft und da durfte ich dann mithelfen. Und für mich war das einfach so toll zu sehen, wie hier die Gemeinschaft funktioniert. Und als kleines Kind habe ich immer zu meiner Oma gesagt, mit einem ziemlich amerikanischen Akzent, Oma, Deutschland ist so gemütlich. Und das war einfach auch gerade im Weinbereich, jetzt auch bei der Lese, war das für mich ein Thema, was mich da schon irgendwie damit verbunden hat. Bei der Lemberger Landkellerei Weinproben oben im Heißluftballon machen darf und dabei eben über die schöne Landschaft bei uns übers Enztal schauen kann, zum anderen aber auch eben über den Stromberg. Und ja, da blüht mein Herz auf und ich freue mich jedes Mal drauf. In meiner Freizeit, da liebe ich es, mit Tieren was zu machen. Wir haben zu Hause wie einen kleinen Streichelzoo. Wir haben Pferde, wir haben Hunde und dann, wir haben keine exotischen Tiere, aber wir haben 2 Minischweine. Also bei uns gibt es direkt in Gündelbach gibt's das Steinhüttle. Das war bei uns früher in unserer, als ich noch jugendlich war, sind wir dort gern hingegangen, weil es einfach ein toller Platz war, in dem man einfach vom Stromberg bis Richtung Enztal sehen konnte. Und hast du auch einen Lieblingswein? Ja, natürlich. Ich esse sehr gern und von dem Sinn her ist es dann sehr passend zu dem Würzigen der Lemberger.